So, wir haben eine letzte, der Tom rennt hier schon wieder hin, schnell zu seinem Pult, hat es wieder komplett vergessen. Wir haben eine letzte Quicktip-Runde. Erstmal schauen wir mal Matthias' Video an. Bei Tieraufnahmen hat man ja oft das Problem, wenn man Tiere fotografiert, die sich schnell bewegen, wie zum Beispiel Vögel, dass die Aufnahme zu perfekt ist, weil der Moment wirklich eingefroren ist und damit vielleicht auch zu statisch aussieht. Und die Frage ist, kann ich im Nachhinein Bewegungseffekte auf einfache Art und Weise einfügen? Die Antwort lautet ja, und genau darum geht's in dem Quicktip. Ich habe hier eine Aufnahme von einer Möwe, die wunderbar eingefroren ist, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen statisch aussieht. Das heißt, ich möchte hier mehr Bewegung in die Flügel reinbringen. Dann machen wir das mal. Das heißt, ich dupliziere mir einfach mal diese Hintergrundebene, füge eine Maske ein, nehme ein Pinselwerkzeug, aktiviere den Maskierungsmodus und male jetzt hier auf die Schnelle eine Maske, um nur die Flügel sozusagen freizustellen, denn nur auf die Flügel wollen wir ja unseren Effekt anwenden. Das heißt, ich mache das mit dem zweiten Flügel auch mal. Wunderbar. Habe jetzt die reine Auswahl. Gehe auf meinen Maskenkanal und fülle das Ganze. Und wir sehen eben sehr schön, wenn ich hier mir das nochmal kontrolliere, wir haben also nur die Flügel ausgewählt. So, als nächsten Schritt gehen wir auf Smart Filter konvertieren, denn wir wollen jederzeit die Kontrolle über unsere Filter haben, die wir anwenden. Und den Filter, den wir hier einsetzen, um dieses Problem der Statik zu lösen, also dass wir mehr Unschärfe, Bewegungsunschärfe haben wollen, finden wir in der Weichzeichnergalerie und der nennt sich Pfadweichzeichnung. Hier wird mir ein Standardpfad vorgeschlagen, den lösche ich einfach mal raus. Und ich kann jetzt hier ganz einfach einen neuen Pfad durch Klicken einfügen. Ich mache das mal. Ich klicke also einmal, zweimal und am Ende einen Doppelklick und kann hier sehr, sehr einfach eine Bewegungsunschärfe einfügen. Wir machen das vielleicht auch nochmal mit dem zweiten Flügel hier. Man sieht, man kann beliebig viele solcher Pfade einfügen. Man kann die auch auswählen und löschen. In meinem Fall lassen wir einfach mal einen Pfad für jeden Flügel stehen. Und wenn man noch ein bisschen mehr Feinkontrolle haben will, kann ich sagen, Weichzeichnungseffekte bearbeiten. Und man sieht, was passiert, wenn ich diesen Pfad auswähle, habe ich noch mehr Kontrolle drüber. Das heißt, ich kann über diese Pfade auswählen, wie am Anfang und am Ende hier der Effekt zum Tragen kommt. Ihr seht also, der Weg hier ist über die Pfadweichzeichnung und dadurch habe ich die volle Kontrolle darüber, Dynamik reinzubringen, indem ich Pfade festlege und eben auch die Richtung der Weichzeichnung festlegen kann. Und ich finde, es ist ein wirklich ganz einfacher Weg und vor allem ein kontrollierter Weg hier, um Bewegung in solche Bilder reinzubringen. Tom. Ja. Letzte Runde. Letzte Runde. Ja, dann muss ich schneller reden, um alles unterzubringen, was ich hier unterbringen will. Wenn wir einmal kurz auf den Screen schauen, ich habe einen Text mitgebracht. Das hat nichts mit der Möwe zu tun. Das stimmt. Ich könnte das jetzt natürlich in Möwe umbenennen. Dafür fehlt mir aber die Zeit. Okay. Wenn du setzt mich so unter Druck. Ach komm. Also, ich will einfach mal gucken, zeigen, wie man solche schönen Retro-Texteffekte erzeugen kann. Und zwar relativ einfach, ja. Was ich dafür mache, ich erstelle mir erstmal einen Text, ganz normal, und Hintergrund, der ist jetzt erstmal variabel. Und diesen Text konvertiere ich mir in ein Smart-Objekt. Warum? Einfach, dass ich später den Text ändern kann, ohne alle Schritte tausendmal zu machen. Und diese Ebene dupliziere ich mir dreimal. Ja, das hier oben, das ist die Oberfläche. In der Mitte ist die Extrusion. Ich weiß nach dem Gin nicht mehr, wie man das schreibt. Und nein, Spaß. Und unten haben wir den Schatten. Schattemp. Passt. Als allererstes... Ebenenstile ist etwas, wenn man hier auf diese Ebene draufklickt, dann öffnet sich so ein Dialog und dann kann man eine Textebene oder eine Form oder beliebigen Pixelebenen kann man Parameter zuweisen, wie zum Beispiel eine Kontur. Wenn ich hier draufklicke, ich zoome mal hier ein bisschen näher ran, dann kann ich diesem Text so eine Kontur zuweisen. Ich kann auch eine Farbüberlagerung reinmachen, machen wir mal so einen schönen Retro-Rot-Ton. Retro-Rot, merkt ihr das mal? Und vielleicht auch so einen Schatten nach innen. Ja, einfach um so ein bisschen so diese Tiefe da rein, also diese 2D-Tiefe eigentlich, diese gefakte Tiefe reinzubekommen. Ja? So, im nächsten Schritt habe ich die Extrusion. Ja, da gehe ich hin und gucke, dass ich hier mit abgeflachte Kanten und Relief so einen schönen Übergang schaffe. Also etwas, was nicht, wenn wir das mal ein bisschen größer machen, wo so ein kleiner Verlauf da drin ist. Ja? So, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt mit dieser Extrusion, gehe ich mal hier. Na, sagen wir mal, so runter. Ja? Das Problem ist, dass, damit das authentisch ist, müsste diese Linie hier verbunden sein. Ja? Damit das wirklich so aussieht, als ob das vom Text abgeht. Und obwohl man natürlich hier hingehen kann und sagen kann, zum Beispiel mehrere Schlagschatten hinzufügen, ist das auf 10 Schritte beschränkt.
Deswegen hier der einfache Trick. Ich passe mir das in so eine Gruppe ein. Extrusion. Geh hin und dupliziere mir jetzt die Ebene und verschiebe die ein Pixel nach oben und ein Pixel nach links. Und das mache ich jetzt ganz oft. Ja. Mit Tastenkürzel dauert es auch wenige Sekunden. Und habe hier innerhalb kürzester Zeit sozusagen diese Extrusion. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Ja. Das sieht geil aus. Aber. Tja, so ist das. Warte, und genau dasselbe machen wir auch mit dem Schatten. Wie man drauf kommt, erkläre ich dir gleich. Schatten, hier würde ich erstmal vielleicht eine andere Textfarbe noch machen. Einfach Doppelklick drauf. Ja, nee, muss ich nicht. Einfach hier Verlaufs. Und da würde ich so einen dunklen Ton, irgendwie sowas vielleicht nehmen, ja. Mhm. Und genau dasselbe als Shortcut-König, selbsternannter, ist das natürlich auch recht schnell gemacht. Also auch hier kopiere ich, gehe runter, immer um einen Pixel. Und dann kann ich den Schatten so lang extrudieren, bis er mir eben gefällt, ja. Ich bin schneller, als Photoshop nachkommt. Guck mal. Wobei das ja tatsächlich schon die beste Konfiguration ist. Ein i7, 68, ja, ich bin einfach so schnell, also das kannst du jetzt nicht auf den Rechner schieben. Ja, so, und dann hast du es geschafft und hast jetzt irgendwann hier so einen schönen Schatten. Du kannst das beschleunigen, wenn du diese Gruppe einfach duplizierst, ja, und sagst, dass du diese Gruppe dann gerne nochmal verschieben möchtest. Muss dann natürlich passen. In etwa so. Ja, ganz akkurat. Ein Pixel zurück nach rechts. So, ungefähr. Ja, und so kannst du eben sehr, sehr schön diese... Komm, wir fangen den Satz nochmal an. So kannst du... Ja. Es ist ein richtig toller Effekt. Was ich noch zeigen wollte, Effekt. Ja. Musst du mal daran, schöne Haie habe ich mir von Adobe Stock runtergeladen. Kannst du schön reinladen. Ach, was für ein toller Quick-Tip. Versuch doch mal ein Summer XU genauso zu machen. Postet den auf Instagram, tag den, damit könnt ihr auch gewinnen. Müssen nicht nur Fotos sein bei unserem Contest. Nein. Ist auch interessant. Dom, wir haben keine Zeit mehr. Lass uns nochmal hier Lightroom Mobile anschauen. Lass uns nochmal was. So, du hast hier was vorbereitet. Wir haben vorhin über das Thema Presets geredet in Lightroom Mobile. Ja. Ich weiß gar nicht, sind drauf. Und du hast dir überlegt, Mensch, man kann ja in Lightroom einfach die Voreinstellung von einem Bild auf das andere kopieren. Christoph hat das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet in seinem iPhone Lightroom-Ding. Ich habe das ein bisschen weitergetrieben. Ich habe Presets, durch mein Buch habe ich die einfach irgendwann mal generiert und die wollte ich jetzt auch auf meinen mobilen Geräten zur Verfügung haben. Und damit es nicht total chaotisch ist und ich immer weiß, was für ein Preset habe ich mir in Photoshop einfach ein Bild generiert und den Namen des Presets, die heißen ja immer so Chessboard und Dark Knight, ja, geile Namen einfach. Die habe ich mir mal überlegt und auf diese Bilder habe ich diese Presets angewandt. Ja, und das heißt einfach auf dem Desktop angefangen. Wir schalten mal ganz kurz rüber zum Desktop. Das ist so ein Bild, ja, das heißt dann Ashes, und wenn ich das zurücksetze, ja, dann ist das einfach ein Farbbild und auf dieses Farbbild habe ich diesen Preset angewandt. Ja. Ja. Und die habe ich in eine Sammlung gepackt und diese Sammlung habe ich mit meinem Mobile-Gerät synchronisiert. Schauen wir aufs iPhone nochmal, da sehen wir die synchronisierten Bilder. Genau, und dann habe ich hier so einer Tilde, so ein Lightroom Mobile Presets, da habe ich alle drin und dann kann ich jetzt zum Beispiel hingehen, diesen Oldtimer-Look, der sieht ein bisschen komisch aus wegen der Körnung, weil das noch so groß ist, aber ich kann hingehen, sobald er einmal geladen ist, das sehen wir eigentlich immer ganz gut, wenn hier diese Parameter drin sind, kann ich reinklicken und sagen, Einstellung kopieren. Ja, dann fragt er, welche Werte willst du kopieren, sage ich einfach mal alles. Klar, dann gehe ich zurück auf meine Bilder, wähle mir ein beliebiges Bild aus, zum Beispiel das hier, und gehe dann eben rein und sage Einstellungen einfügen und hat er genau diesen Bildlook da drauf transportiert. Ja, okay. Und das ist eigentlich eine sehr schöne und übersichtliche Möglichkeit, um eigene Presets, die man sich mühevoll auf dem Rechner angelegt hat, hier drauf zu projizieren. Perfekt. Jetzt setzen wir noch eins bei Lightroom Mobile drauf. Wir haben es gesehen, entsprechend im Zusammenspiel, wie man synchronisieren kann. Wir haben es auf dem iPad gesehen, wir haben es auf dem Telefon gesehen. Ich habe noch ein Telefon dabei und das hat eine kleine Besonderheit. Dieses Telefon, das ist ein Samsung S8 und das hat so eine kleine Dockingstation, eine Samsung DeX. Die konnte ich hier einfach mal aufklappen und schiebe jetzt hier einmal das Telefon kräftig in die Ladestation. Da kommt jetzt eine Meldung, DeX wird gestartet und jetzt müsstet ihr das einmal umschalten. Jetzt habe ich das angeschlossen. Hier hinten ist ein HDMI-Kabel dran zu meinem Fernseher zu Hause und ich habe noch eine Maus zusätzlich angeschlossen. Und ich kann hier hingehen und sagen, ich möchte Lightroom starten. Schauen wir mal, wo haben wir denn hier Lightroom?
Ich muss jetzt gerade mal schauen, ohne Brille in weiter helfen? Ferne. Du hast die Augen frischer lasern lassen als ich. Du müsstest das eher entdecken. Da haben wir es. Da gehe ich einfach drauf. Und nun öffnet sich Lightroom von meinem Smartphone hier entsprechend in einer Darstellung, wie wir sie eigentlich aus dem iPad kennen. Und hier habe ich dann meine Mail. Es ist wirklich etwas schwer zu erkennen. Hier habe ich meine Mailbilder von vorhin und hier kann ich nun hingehen und sagen, dass ich das Bild hier bearbeiten möchte und könnte nun hingehen und hier auf Bearbeiten klicken. Und eigentlich sollte das hier unten auftauchen, wahrscheinlich. Ja, der lädt kurz. Nee, der lädt nicht, aber ich habe es hier zu groß gemacht. Hier an der Seite ist es entsprechend. Und dann kann ich hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier ein Look, sagen wir mal, kraftvoll 3 möchte ich drauf anwenden. Das heißt, hiermit könnt ihr tatsächlich dann an einem Bildschirm mit eurem Smartphone Bilder bearbeiten, auch ohne Rechner. Und ich dachte anfangs, Mensch, so ein Schwachsinn braucht kein Mensch. Spätestens beim dritten Hotelaufenthalt, wo du zwar dein Smartphone dabei hast und auch dieses kleine Ding einpacken kannst, aber kein Rechner dabei hast, ist das ideal. Ja, und ansonsten muss man halt mit dem schweren Gepäck rumlaufen und hat da sein Notebook mit dabei. Letzter kleiner Quick-Tipp zu dem Thema Lightroom Mobile. Lightroom ist deutlich mehr als nur Desktop, inzwischen auch Mobile. Wir haben das Web-Interface gesehen. Wir sehen, mobil kann jetzt auch auf Fernsehern verwendet werden. Und Apple TV, wisst ihr noch von der letzten Sendung, gibt es auch eine App dafür. Rundrum Ökosystem. Mal schauen, was uns als nächstes so einfällt noch dazu. Wir sind mit den Quick-Tipps durch. Ja. Komischerweise haben wir auch alles geschafft. Wir haben auch fast gar nicht überzogen. Ich gehe mal zum Grande Finale. Du kommst mit nach vorne. Lass die Getränke hier stehen. Mm. Die holen wir gleich ab.